Wenn von Casting die Rede ist, dann denken die meisten natürlich an den Auswahlprozess bei Schauspielern, Sängern, Künstlern jeglicher Art. Doch Casting ist auch eine Sportart beim Angeln oder Fischen, sozusagen eine Variante des Ganzen, allerdings auf dem Land. Und dort gibt es verschiedene Disziplinen, wie zum Beispiel Weit- oder Zielwerfen. Und selbst vielen Anglern ist Casting nicht vertraut und deshalb stellen wir es heute mal vor. Namen gibt es viele für Casting. Bekannt ist es auch als Trockenangeln, Turnierwurfsport oder Turnierangeln. Alle bezeichnen eine Version des Angelsports, der in diesem Fall ein Präzisionssport ist. Casting unterteilt sich in den Weitwurf oder das Zielwerfen. Verwendet werden Angelruten, an denen Schnüren, spezielle Köder oder Gewichte befestigt sind. Typische Wettkampfdisziplinen sind der Präzisionswurf. Mit einem Gewicht wird versucht, eine Tuchscheibe mit 75 cm Innendurchmesser von 5 verschiedenen Positionen im Abstand von 10 bis 18 Metern mit jeweils vorgeschriebenen Techniken zu treffen. Gewertet werden Treffer oder je nach Nähe zum Zentrum. Der Gewicht-Zielwurf. Geworfen wird auf 5 Scheiben mit 76 cm Durchmesser im Abstand von 10 bis 18 Metern. Nur Treffer geben Punkte. Der Weitwurf. Hierbei wird zwischen der Einhandvariante und der Zweihandvariante unterschieden. Generell wird unterschieden zwischen Dreikampf, Fünfkampf, Siebenkampf und Neunkampf. In Deutschland wird der Castingsport vom Deutschen Angelfischerverband organisiert. Dieser ist an die International Casting Sport Federation angeschlossen. Der erste Wettkampf wurde 1864 in den USA ausgetragen. Das erste Turnier in Deutschland gab es 1923 in Berlin. In der thüringischen Stadt Gera war Casting sogar Schulsport. Und jetzt im direkten Duell mit dem aktuellen bayerischen Meister im Casting, mit Marco Schumann, werde ich zeigen, wie groß meine Fähigkeiten im Zielwurf sind, nenne ich es jetzt mal, wobei Wurf schon fast ein bisschen übertrieben ist. Eins, zwei und... Okay, da habe ich mal knallhart vorgelegt. Ich glaube, jetzt kriegt er schon schwitzige Hände. So, Marco, jetzt darfst du mal hier probieren. Da drüben die gelbe Scheibe, die für dich in einer wahrscheinlich so lächerlichen Entfernung ist, dass es gar nicht schiefgehen kann. Mach mal. Angetäuscht. Und knallhart aufgesetzt. Okay, das war jetzt im Prinzip schon Casting, so wie sich manche ihn vorstellen könnten, Marco, wie er wirklich gemacht wird. Oder war es sehr vereinfacht? Das war jetzt schon ziemlich leicht. Also normal macht man es aus weiterer Distanz. Wie weit ist so das, was du in deinen Wettkämpfen sonst machst? Ist je nach Wurf unterschiedlich. Manchen 12 Meter, manche 18. Also immer unterschiedlich. Wie oft schmeißt du daneben? Ist ja auch je nach Wind, sage ich jetzt mal. Der beeinflusst es auch. Es kann auch mal sein, dass ich gar nichts treffe. Was? Ja, das kann auch mal vorkommen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du bist da so ausgefuchst und schon so sicher an der Route, dass nicht schief gehen kann. Dreh dich ein bisschen rein, dann können wir weiter ratschen. Ich glaube, großartig treffsicherer werden wir jetzt auch nicht werden. Erstmal herzlich willkommen. Schönen Dank, dass du da bist. Und auch herzlich willkommen an den Landesjugendleiter Casting, an Christian Bestler. Servus. Danke für deine Einladung. Bist beeindruckt hier von unserer Vorführung gerade? Einwandfrei. Okay, das ist ja wohlwollend von dir, danke, dass du da dran wegsiehst. Wie kommt es, dass Castingsport so unbekannt ist? Ich selber kannte es unter dem Begriff nicht. Ich kannte es aber unter einem anderen Begriff, nämlich Turnierangeln. Warum ist das sozusagen hier in Bayern vielleicht eine Sache, die so unter ferner Liefen läuft? Ne, das ist gar nicht. Das war früher richtig populär. Und das haben es einfach... Der eine von Nürnberg, der ist gestorben und halt, ja, dann ist das so eingeschlafen und wir haben das wieder ins Leben gerufen. Und jeder Bezirk hat seinen Jugendfischereitag, Zeitlager mit 230 Kindern und da muss man das machen. Da gehört das zur Disziplin dazu. Aber es ist eine Sache, die sich mehr bei den jungen Fischern so dann etabliert hat oder machen auch schon Ältere wieder mit, also diese Bestandenen? Erwachsene, wir haben jetzt in Augsburg zum Beispiel die... Süddeutsche Meisterschaft im Hallencasting, da sind halbe, mehr Erwachsene, also wie heißen das, Sportfischerklasse, weil da musst du ja für einen Breitensport gehen und alles was anderes auf Turniere oder so, also höherklassig, das ist dann Spitzensport, das ist, aber wir sind eigentlich für einen Breitensport, zuerst mal muss man mal kleine Brötchen backen und ja,
macht der Riesengaudi. Das wird am kommenden Wochenende sein, in Augsburg, während der Messe Jagen und Fischen. Genau. Was denkst du denn, wie viele Leute werden am Start sein? 50 sind wir bis jetzt. Also die stehen schon fest? Ja, ich hoffe, dass noch mehr Anmeldungen kommen. Es kann ja jeder mitmachen. Wir haben aus der Schweiz Weltmeister da, Österreich Weltmeister, Deutschland Weltmeister da. Oh. Und das ist eigentlich sensationell, sage ich mal, wenn man die werfen sieht. Der Schweizer, der Markus Klösler, der ist wie ein Uhrwerk, wie ein Schweizer halt. Da kann man das, die Würfe in Perfektion sehen, die, wo ich nie schaffe. Und ja, ist cool. Ich bin ja, wie soll man das sagen, dass die uns die Möglichkeit geben, die Veranstaltung da auszutragen. Weil die Halle kostet ein bisschen Geld und die Riesenfläche. Wir haben da 4 Bahnen stehen und das ist schon. Ich hoffe, dass wir, also die Vorbereitungen sind getroffen, dass wir gute Veranstaltungen machen und ja, bin ja, positiv. Das schon mit Leben füllen, die Halle. Ja. Wirst du mit dabei sein? Gehst du an den Start oder bist rein als Zuschauer da? Was hast du dir so ausgemalt? Also, da muss schon ordentlich was drin sein. Irgendwas werden wir schon rausholen. Okay. Wenn jetzt dann so einer kommt, Weltmeister, also ein international sehr erfahrener Castingsportler, dann guckst du dir ja bei dem was ab. Bist du nervös, wenn du den dann so triffst oder dann gegen ihn vielleicht ansprechen, antrittst? Tipps holen und dann irgendwie, ja, anfreunden, irgendwas. Seit wann machst du denn das Ganze? Also kam das parallel zum, ich sag mal wirklich zum Angeln? Ja, also schon. Ich habe halt von meinem Vater persönlich erfahren. Er hat es damals auch gemacht, bloß irgendwann hat er sich mehr aufs Fußball und Angeln fokussiert. Mhm. Und da hat er es ausblendet. Und da hat der Bächle Christian mich halt angeschrieben, ob ich nicht mal ins Training kommen würde. Er würde halt gerne Casting-Training machen und so, das ein wenig anheuern. Ja, bin ich hingegangen. Dann sind wir halt auf der ersten Meisterschaft gefahren, bayerische. Und kommst hier hochdekoriert wieder, bayerischer Meister geworden, abgeräumt. Jetzt kannst du uns auf dieser, man muss wirklich sagen, sehr nahen Fläche natürlich hier mal kurz erklären, was sind denn die gebräuchlichsten Würfe? Also die Disziplinen, wie gesagt, Weitwerfen, Zielwerfen, das haben wir schon erwähnt. Was für Wurftechnik macht man denn? Also ich glaube, ich habe hier diesen ganz klassischen und fast ja in Perfektion erfolgten Pendelwurf gemacht, aber eher schon ploppend aus dem Handgelenk. Das war's schon oder ist das ist schon noch ein bisschen mehr hinter? Ja, da gibt es schon noch mehr. Also alle Würfe macht man halt beim Casting mit einer Hand. Mhm. Bedeutet, jetzt gibt es ja den Pendelwurf. Und dann gibt es die noch in einer anderen Variante, die macht man dann hier hoch und dann feuern. Das ist der Überkopfwurf. Mit Überkopfwurf würde ich aufgrund der Studiohöhe und der Scheinwerfer sagen, lass mal, es sei denn, ihr seid gut versichert. Ich weiß nicht, Christian, traust du es dir zu, so einen zu machen hier? Ja. Komm, führ mal vor, ich ziehe den Kopf ein. Also an kleinen können wir schon. Marco, vielleicht hätten wir welchen. Wir hätten noch einen Eishockeyhelm da, wenn du sicherheitshalber aufsetzen willst. Oder sogar Fußball. Mit M drauf. Ja, würde wenn passen. Dann, wenn man, eins, und dann hast du es so runter. Kann ich. Ja, das geht schon. Ah, ich habe ja Zug gehabt. Wie läuft ein Wettbewerb ab? Das heißt, alle machen alle Disziplinen? Gibt es Spezialisten, die wirklich sagen, ich mache nur weit, weil ich habe einfach Power? Wie sieht es aus? Nee, du musst entweder einen Dreikampf, einen Fünfkampf oder einen Siebenkampf oder einen Neunkampf werfen. Und bei uns ist jetzt Dreikampf und das ist in Klassen unterteilt. Wir haben Casterklasse und Sportanglerklasse. Also Profis, die sind aus der Wertung draußen praktisch. Dass du der Otto Normal, der wo ein bisschen zu Hause trainiert wie ich, ich trainiere auch nicht Vollgas, ich bin bei den Sportfischern dabei. Dass halt der Ron Blumentopf mal gewinnt, ne? Das halt Spaß macht. Und, ja. Was heißt denn dann aber wiederum Profis? Also sind jetzt welche, die einfach Turnier werfen? Also die machen schon mehr Wettkämpfe einfach Weltmeisterschaft, mit. die okay. Sind alle 2 Wochen unterwegs, wie im Fußball auch, wenn du in der Liga spielst. Ist es auch Profi, dass man da auch ein bisschen was holen kann mit? Nö, also kriegst halt Preise und ja, auch Spaß an der Freude. Okay, also ist jetzt noch nicht Profi, wie manche sich vorstellen. Ja, es ist, das wird über die Verbände finanziert und ja, meistens vieles aus der eigenen Tasche und ja. Aha, also ein Zugabegeschäft, das Ganze. Ja. Wo kann denn jemand mitmachen, wenn jetzt der eben noch nicht angelt, also klassisch beim Fischerei, bei der Jugendgruppe ist oder so mit dabei ist, kann der einfach kommen? Braucht der eine Route am Anfang? Was ist so Voraussetzung? Nein, braucht er nicht. Also grundsätzlich, wenn einer anfangen will, Bayerische Fischerjugend, sämtliche Social-Media-Kanäle gibt es auf unserer Webseite, haben wir das Vereinsregister,
Da könnt ihr schauen, aha, welcher Verein ist in der Nähe. Und die meisten Jugendlichen kommen ja aus darum, wir haben ja das Projekt Fischer machen Schule für die vierten Klassen. Die haben den Lebensraum am Wasser im Lehrplan. Mhm. Und dafür haben wir Schüler- und Lehrerhefte von der Fischerjugend. Und darauf kommen die meisten schon, hey, sie gehen jetzt in den Fischereiverein. Weil bei uns ist so, unser Ziel ist eigentlich, sowas da, wo da sitzt, das sind die Vorstände von morgen. Das ist eigentlich, auf dieses Ziel schafft man hin, dass das weiterlebt. Jetzt baut er Druck auf, jetzt kommst du nicht mehr raus. Das ist einfach so. Ne? Und die, wo da Lust drauf haben, das zu machen, Grundvoraussetzung ist bei uns, wir gehen angeln. Das ist einfach, das steht an höchster Stelle, wir gehen angeln. Und dann kommt das vielleicht einmal dazu, wenn jetzt gerade wieder Jugendfischereitag ansteht oder Meisterschaft, dann musst du halt mal 2-3 Wochen einmal intensiv, fast mal täglich trainieren, die letzte Woche. Und dann, ja, das geht schon. Ich lebe das halt, das Ganze. Jetzt hast du angesprochen. Marco, wie viel Zeit investierst du, wenn du sagst, ein Wettkampf steht an? Bist du permanent so im Casting-Training jede Woche oder machst du es dann auch intensiver einfach in der Vorbereitung? Ein paar Wochen davor geht es dann erst richtig los. Also ich nehme schon sehr viel Zeit für Casting. Also da steht jetzt der Fußball mal nebendran, weil man sieht ja, sowas gewinnt man da eher. Und ich lege da jetzt schon mehr Wert drauf. Wie viel Zeit machst du? Also wie viel Training, wie viele Tage, wie viele Stunden? Jedes Training, was ich kann, gehe ich. Okay, und das Ziel ist für 2023... Welche? Was gibt es denn so an Wettbewerben, wo du dabei sein willst? Bayerische Meisterschaft, die baden-württembergische, ja. Vielleicht fahren wir auf Deutsche. Ja, das wäre auch was. Ja. Die ist wann und wo? Die ist im August irgendwann. Wo die ist, weiß ich noch gar nicht. Ich hab Terminplan, kommt jetzt erst raus. Habe ich die jetzt überfahren, gell? Naja, nein, Weltmeisterschaft ist in der Tschechei, da gehen wir auch hin. Aha, okay. Aber nicht mit ihm, da muss der Große hin. Da kann er dann ja noch mal ein bisschen Anlauf nehmen. Ja, das ist hartes Training und das ist halt wirklich so wie überall an der Stadt, da sind die Besten dran. Okay, da hältst du mich aber auf dem Laufenden, ja, damit wir wissen, mit wem du da bist und wie ihr abgeschnitten habt. Für heute sage ich mal danke, dass ihr auch das Ganze mitgebracht habt, hier ausführlich aufgebaut habt. Ja. Viel Erfolg in Augsburg bei der Messe. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute, die wir auch dazu animieren können, dazu. Dir viel Erfolg, wenn du vielleicht den Schweizer Weltmeister dann mal hier ein bisschen abfertigst. Danke. Und weiterhin viel Spaß beim Casting-Sport. Ich sage auch Dankeschön für die Einladung. Also habe mich gefreut, sowas zu machen dürfen. Also, ja. Da kommen wir bestimmt noch mal zusammen. Vielleicht mal dann Open Air. Dann Open Air, ja, das ist, ihr habt ja schon unseren YouTube-Link angeschaut. Ja, das war auch schon so eine Hauruck-Aktion. Wir tauschen nur die Personen, das sind wir Nein, das passt schon. Okay, danke fürs Kommen.